RTL oder auch Team Rocket, was auch immer, es ist unser Feind. Hier im Radioturm von Pokémon Soul Silver in Dukatia City. Hier werden irgendwelche Sendungen ausgestrahlt mit Comeback und oh, wir sind böse und tschüss. Und wir schauen mal nach, was hier los ist und treffen direkt auf einen dieser Schweine. Verschwinde von hier! Diese Radiostation wird belagert, ja? Ich habe strikten Befehl, nur Mitglieder von Team Rocket durchzulassen. Ist das klar, ja? Hier kommen nur Leute durch, die eine schicke, schwarze Uniform tragen, wie wir es tun. Oh. Fail. Wo kriegen wir diese Uniform her? Das ist eine Neuerung in Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Das gab es in Gold und Silber nicht. Das ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Weil ich natürlich weiß, wo ich die bekomme. Boah, als ich das zum ersten Mal durchgespielt habe, war das erstmal ein Schock. Was? Wieso geht es nicht? Vor allem, weil das dann noch nicht die deutsche Version war, sondern die englische. Und ich einfach nicht gewusst habe, was soll ich tun? Aber irgendwie habe ich dann rausgefunden, dass hier was zu holen ist. Na großartig, schon wieder ein neuer Rekrut. Seit wir im Radio senden, rennen die Anwälte uns derart die Türen ein, dass uns die Uniformen ausgegangen sind. Angeblich soll es hier im Fotostudio welche geben. Die reißen wir uns unter den Nagel. Hey, wo du doch schon mal hier bist, kannst du ja gleich Schmiere stehen. Das ist so lächerlich. Die Uniform steht ja gut, aber ich würde damit nicht in der Stadt herumlaufen. Du verstreckst sonst die Leute. Ja, es sind eh schon 20 draußen. Trotzdem, das ist so lame. Ja, also es ist zwar lustig, aber ich meine, ich komme vorbei und er gibt mir sofort die Uniform und alles. Normalerweise würde Domina ja sofort schreien, hey, du Arschloch, und das Pokémon aussenden und dann würde der Kampf beginnen. Und nicht sich von dem zutexten lassen oder so. Naja, warum betrachte ich eigentlich alles immer so logisch? Ich meine, ich zocke ein Videospiel und es ist Pokémon. Oh, muss das sein? Traurig. Ja, bei so einem Freeze hilft nur eins, nämlich ein Ingame-Save. Nach bestimmten Aktionen, das zählt das Spiel und wenn diese Anzahl überschritten ist, dann freeze es. Das ist halt die damalige Idee von Nintendo gewesen, wegen Raubkopie und so weiter und so fort. Save State laden bringt nichts. Einfach einen Ingame-Save machen und dann auch das Spiel normal starten. Und ja, ich besitze Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Sogar beide Editionen. Also kann man nicht sagen, ich bediene nämlich diese Raubkopie. Oh nein, Marcel Davis. Ah ja, wer mir nicht glaubt, schaut bitte ins 300 Abonnenten-Special. Ich glaube, da habe ich es gezeigt. Hey da, Team Rocket! Die Leute haben es satt, dass ihr Verschlappen überall in Scharen auftaucht und ihnen den Tag vermiest. Ja, da hat er aber recht. Außerdem mögt ihr viel lieber Telekom. Hey, Moment mal! Du bist doch Domina! Was suchst du denn hier? Das fehlt gerade noch, dass du jetzt auch noch auf stark machst, indem du in dieser komischen Kluft herumläufst. Das ist doch leckerlich. Los, zieh den Scheiß aus! Hey, der hat mich ausgezogen! Der hat mich schon wieder begrapscht, wie im ersten Part. Ich bin Girl, was fällt dir ein? Was? Betrug? Du bist ja gar kein Rekrut. Warte, das gibt was aufs Maul, Mann. Ja, und dann kämpft er gegen mich, oder? Mann. Immerhin in Sachen Level haben sie ein bisschen zugelegt. Bin ich ja jetzt schon fast erstaunt. Okay, X-Bart fliegt nach oben, um Knirscher auszuweichen und ihn dann voll reinzuhauen. Mit einer schönen Step-Flug-Attacke. Ratte von oben gepackt und zerfetzt. Aber es hat noch einen Bruder. Ich wette, jeder von euch hat jetzt aufs Geschlecht geschaut. Hätte ja auch eine Schwester sein können. Tiefschlag, Fail und wieder paar... Oh, wie unnötig. Das zieht doch nur wieder alles unnötig in die Länge. Warum trifft Fliegen auch nicht? Wenn man schon dafür nochmal eine Runde aussetzen muss, könnte man doch wirklich da auch hundertprozentige Chance geben. Ich meine, ja gut, Sturzflug, Ausweichen, naja. Auf der einen Seite kann ich ja verstehen, dass man da nicht 100% gibt, aber trotzdem. Was hat's denn eigentlich? 90 nur, oder? Ich glaube immer, dass es 95 ist, aber es ist, glaube ich, 90.
Du bist zu stark. Du könntest unsere Pläne vereiteln. Ich muss die anderen warnen. Spaten. Ach so, du hast dich verkleidet, um dich einzuschleichen. Na, eine typische Schwächlingstaktik. Na, auch gut, von mir aus tobe dich hier ruhig aus. Ich suche derweil diesen Drachenprofi. Wie hieß er noch gleich? Siegfried? Genau, den knöpfe ich mir vor. Und danach bist du an der Reihe. Also, mach dich auf was gefasst. Scheiß Marcel Davis. Ich will jetzt aber wissen, was für eine Genauigkeit das hat. Es ist doch 95. Okay. Pummelhof. Die schaut da gar nicht böse aus. Was versprechen Sie sich bloß davon, den Radiosender zu besetzen? Ich hab keine Ahnung. Pummel! Oh oh. Die armen Mitarbeiter. Sie werden gefangen gehalten. Und das scheint eine der Frauen zu sein. Die doch tatsächlich in Team Rocket vorhanden sind. Nicht nur die Männer verrenken sich so hässlich, sondern auch die Frauen. Wow, da wird 26, okay. Das wird ja tatsächlich ein bisschen spannender jetzt hier. Finde ich cool. Boah, wir hätten echt die Bodenattacke gebraucht. Es ist, glaube ich, doch nicht so doof, dass ich Schaufler dem Impelgator beibringe. Gegen die ganzen Gift-Pokémon könnten wir dann nämlich auch mal was tun. Verdammte Scheiße, das überlebt. Aber wenigstens ging der Giftblick daneben. Und Biss. Weg. Ja, Sauger braucht schon noch ein bisschen Power. Der kriegt zwar oft Vierer in physischer Attacke, also physischem Angriff, aber das reicht noch nicht. Das reicht alles noch nicht. Mach jetzt auch mal einen Wechsel zu Facepalm. Wer es nicht mitbekommen hat, im letzten Part habe ich den Namen geändert. Kokowai bzw. Triple Face wurde zu Facepalm und Kok wurde zu Large Kok. Wenn es ein Dragoran ist, dann kriegt es einen anderen Namen. Ich weiß immer noch nicht, was für einen Namen ich ihm dann geben soll. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, jetzt oder später oder irgendwann, was weiß ich. Ich frage bestimmt nochmal, wenn mir nicht bis dahin irgendwas Geiles eingefallen ist. Ja, dieser Rocket Guy hat jetzt 5 Pokémon und ich glaube, das sind alles Kackboots. Radfratz auf 21, Eierbombe und weg. Wir eiern den jetzt mal so richtig weg mit unseren schönen Balls. Ja, der hat echt nur die. Vielleicht, wenn wir Glück haben, am Ende noch ein Radikal. Und jedes Mal Tiefschlag, Mann. Hör auf. Du nervst. Boah, ey, die ganze Familie, Mann. Der Bruder, die Schwester. Der Bettler. Der Bachelor. Habt ihr das eigentlich geschaut? Bachelor? Ich muss echt gestehen, ich hab's geguckt. Also ich rede jetzt von der Staffel 2012. Was viele ja noch nicht wussten, das ist ein Format, das wurde von RTL wieder... Ja... wiederbelebt. Das lief vor 10 Jahren oder so, oder vor 20 Jahren. Wurde damals abgesetzt, weil rausgekommen ist, dass es Betrug war. Also die Frauen wurden geschmiert und alles gestellt und bla 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 und dann mussten die Strafe zahlen und die Sendung wurde abgesetzt. Also, wer der Meinung ist, dass die Staffel 2012 nicht auch Betrug war, ich weiß ja nicht, ne? Der größte Hammer ist sowieso, dass die sich gleich wieder getrennt haben. Das Finale ist, wollte ich schon sagen, hochgeladen worden. Ist gesendet worden und dann in der Exklusivfolge oder so, am Folgetag, ja, nach 3 Monaten ist schon wieder alles vorbei. Unsere wundervolle Liebe, boah, das war da nix. Mann. Und dann schieben sie es auch noch heimlich auf RTL. Oh, das könnte der Tod sein. Pass auf, Alter. Kratz mir nicht ab hier. Oder sie haben es drauf geschoben. Also wie gesagt, einmal auf RTL, weil die gesagt haben, ihr dürft euch so lange nicht sehen, bis das Finale nicht hochgeladen, gesendet ist. Weil es hätte ja dann irgendwie rauskommen können, wer gewonnen hat. Und oh, das wäre ja so schlimm gewesen für RTL und die Quoten. Oh mein Gott.
Und dann haben sie es noch drauf geschoben mit, ja, Südafrika, das ist ja so, so besonders und da sind die Gefühle anders und blö und bläh. So ein Bullshit, Mann. Das ist so traurig. Heutzutage wird nur noch gefickt. Und sonst nix. Ich weiß hier schon viele Kinder zu, ja, aber es ist doch die Wahrheit. Und wenn man... Ja, ja, genau. Heute RTL-Nachmittagsprogramm. Ich weiß nicht, heute ist RTL irgendwie das Thema. Ich krieg einen Vogel. Lief mitten im Leben und dann haben die da um 14.15 Uhr haben sie da Titten gezeigt. Da war ein so ein Mann, der hat seine Frau betrogen, 10 Mal schon. Beim Stripclub und da zeigen sie alles. Ist so wurscht, zeigen sie alles. Kein Wunder, dass alle so versaut sind und nur noch ans eine gedacht wird. Wirklich die Werte und Gefühle, die existieren in unserer Gesellschaft seit... Ja, ein paar Jahren schon nicht mehr. Mit jedem Jahr wird schlimmer. Heiraten brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Also... Ich verstehe das nicht. Ich bin also jemand, der will das wirklich ändern, aber... Das kann man, wenn dann, nur für sich ändern. Die Welt... Dazu ist es zu spät. Naja, anderes Thema. Das ist ja jetzt nicht so toll. Eiszahn für Zubat. Sollte reichen. Das Sägesang geht mir so auf den Sack. Das hätten sie auch immer anders machen sollen. Das hat man halt dann dran und dann füllen sich die KP wieder auf und dann steht einfach nur da, ja, Sägesang hat dies und das aufgeladen und nicht ständig diese komische Bewegung und dann noch dieses... Das zieht alles nur unnötig in die Länge. Ich brauche noch ein Tränkchen für meinen Kokowai. Wobei sich das eh nicht mehr lohnt. Dem seine Eierbombe ist eh schon fast aufgebraucht. Nee, lohnt sich nicht mehr. Da werde ich dann, wenn der Part beendet ist, sowieso wieder zum Pokémon Center rennen und meine AP auffüllen. Jetzt trainiere ich einfach jemand anderes, und zwar Large Croc. Hier unten ist auch noch ein Team Rocket-Mitglied, das besiegt werden sollte. Vor 3 Jahren war Team Rocket gezwungen, sich aufzulösen, aber unser Comeback ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, ich dachte, ihr seid schon längst zurück. Ich meine, ich sehe euch ja. Oder was willst du mir sagen? Ist das kein Comeback? Ich finde das alles ja sehr interessant, weil der gute Giovanni hat ja gar keinen Bock mehr auf den Scheiß, ne? Ich glaube, in diesem einen Event mit Celebi, da erfährt man ein bisschen was drüber. Oder zumindest über Marcel Davis. Also wenn ich kann, werde ich dieses Event zeigen. Wenn ich kann, werde ich alle Events zeigen. Muss mal schauen, wie die Cheatcodes wirken und so. Hier auf dem Emulator. Ich hoffe, es geht. Aber Giovanni selbst... Der hat überhaupt keinen Bock. Ich glaube, man sieht ihn auch nur in diesem Event im Spiel. Sonst gar nicht. Er ist ja nicht mal mehr der letzte Arenaleiter in Kanto. So viel kann ich schon mal sagen. War ja in Rot, Blau, Grün, Gelb, Feuerrot, Blattgrün so. Da nicht mehr. Gold, Silber, Kristall bzw. Hardcore, Soul, Silver spielen ja dann... Jahre später. 3 Jahre später, wie das Team Rocket ja schon ankündigte. Als Trainer Rot. Kanto alle 8 Orden, sammelte Champion wurde und Team Rocket zerstörte. Slimog kommt. Ja, wie schon gesagt, eine Bodenattacke wäre gar nicht schlecht. Ich glaube, ich mache das jetzt wirklich. Ich glaube, ich tue wirklich Stärke raus und tue... das andere rein. Klar, es ist jetzt kein Muss, aber es wäre schon echt nicht schlecht. Wow! Eigentlich hatte ich jetzt gedacht, der Surfer reicht. Tut er aber nicht. In dem Fall wäre es dann doch nicht schlecht, hätte ich eine Bodenattacke gehabt, weil ich glaube, wenn es sehr effektiv gewesen wäre, dann hätte es auf jeden Fall gereicht. Aber in dem Fall müssen wir nochmal angreifen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein bisschen zu wenig war. Nein, das hat ausgereicht. Gibt's aber auch 800 EP dafür. War jetzt...
schöner Rocket-Rüpel. Der war etwas stärker. Insgesamt wurden sie stärker hier. Das gefällt mir viel besser als die anderen Kämpfe gegen die Lappen da. Diese raffgierige Bande von Team Rocket. Jemand sollte ihnen, wie vor 3 Jahren, einen Denkzettel verpassen. Dass Rot sich nicht einschaltet, ne? Was fragst du da? Wie das heutige Passwort lautet? Zu Hilfe natürlich. Ja, das ist irgend so eine Radioshow, das jetzt daran angelehnt war. Erster Stock, Geschäftsabteilung. Ja, hier arbeitet keiner. Logischerweise. Zweiter Stock, allgemeine Angelegenheiten. Nette Bezeichnung. Mir wurden strikte Befehle erteilt. Jeder, der Team Rocket in die Quere kommt, wird pulverisiert. Wow! Bist du ganz der Harte, oder? Ganz der Harte! Und dann nur Bobs im Team. Eisenschweif! Ich finde, das passt so geil. Da. Dass gerade Large Cock Eisenschweif kann. Scheiß Finale, Mann. So unnötig. Ich brauche eigentlich eine richtig kraftvolle Step-Attacke für ihn. Slimer. Ja, das wirst du wohl hinkriegen, oder? Krass, den bloß nicht nochmal ab. Im Arena-Kampf ist es ja schon passiert, weil ich so auf meinen Wunsch beharrte. Ich hätte Kaife wirklich einfach mit dem Surfer besiegen sollen und nicht darauf hoffen sollen, dass Eisenschweif gegen ihn trifft, zumal es ja nicht mal sicher war, dass dann der Eisenschweif ihn besiegt. Aber naja, gut, es ist Vergangenheit und es war wieder mal eine Blödheit von mir. Manchmal bin ich echt so dumm, dass das, was ich will, dass ich das wirklich durchsetze. Egal wie dumm es ist. Und ob ich auch weiß, dass es blöd ist, ich mach's trotzdem. Ich hasse es an mir einfach. Das sag ich auch von meiner Mutter, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid, Mom. Ja. Manche Dinge erbt man halt unfreiwillig, ne? Habt ihr auch irgendwelche schlechten Eigenschaften von euren Eltern geerbt und kriegt die nicht weg? Komm, jetzt mal Hand aufs Herz. Schreibt's mir in die Kommis. Ich habe ja so in anderen Parts auch schon ein bisschen was erzählt. Also wer treuer Zuschauer ist, der weiß schon ein bisschen mehr. Würde mich jetzt echt schon interessieren. So ehrlich sollte man, oder, naja, sollte man für sich selbst vielleicht sein. In der Öffentlichkeit sagt es vielleicht nicht jeder. Aber, ja. Man kann ja mal fragen. Zubat gegen X-Bat. Na, wär's wohl cooler. Allein schon vom Aussehen her. Mein Xi. X-Chromosom. War das X eigentlich jetzt für Männer oder für Frauen? Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, das XY war Mann und XX war Frau. Oh Gott, ey. Scheiß Bio. Ist das richtig, XY? Doch. Das war der Mann. Und XX war die Frau. Als Partner sind Pokémon für einen Trainer unabdingbar. Es tut mir in der Seele weh, wenn sie jemand so herumkommandiert. Also eigentlich war ich in Bio ja gut, gell? Oder in Chemie auch, in allem, in den ganzen Fächern. Aber wenn du einmal aus der Schule raus bist, du weißt nichts mehr. Oder, ja gut, so 20% eventuell. Echt, fast jeder. Man lernt nur Scheiße in der Schule. Naja, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Soul Silver. Wie gesagt, ihr könnt ja mir was in die Kommis schreiben, wonach ich gefragt habe. Und ein Däumchen ist auch keine falsche Sache. Dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Ciao.